Hallo, ich bin schon voll dabei. Ich habe nämlich heute wieder eine Kurzanleitung für euch gefunden in einer Wettbewerbsgruppe. Ich habe mit dem Tipp meine Güte, Sonntag und ich habe Sprachstörung. Ich habe mir den Tipp vorbereitet. Vorbereitet. Nein, ich habe noch nichts getrunken. Auch wenn mein Mann heute, also heute ist für mich der 15., das ist dann bei euch schon lang vorbei, Geburtstag hat, angeraut. Grundiergel aufgetragen. Jetzt kommt auch schon das Farbgel. Ich benutze das Expressline French Gel Ultraweit von Jolifine. So ultraweiß ist das nicht und decken tut es auch nicht in der Schicht. Also, wer wirklich ein weißes, deckendes Gel haben will, der kaufe dieses Ultraweit nicht, denn das muss in zwei Schichten aufgetragen werden. Das mache ich, dann hole ich euch wieder zurück. Drei Schichten, ich bin immer noch nicht zufrieden. Es ist fleckig, nein. Ich mag es nicht. Ich verschenke. Wer es haben möchte, meldet sich einfach bei mir. Der Erste, der sich meldet per Kommentar unter dem Video, kriegt das Ding geschenkt. Und das ist neu, das ist noch voll. Tja, da habe ich die Faxen-Dicke, weil solche Tiegelleichen und Farbleichen brauche ich nicht bei mir im Schrank. Ich brauche ein hochdeckendes Weiß. So. Es ist weiß, ja, aber nach drei Schichten, das nützt mir gar nichts. So, genug Gemecker. Ich habe mein Weiß jetzt anmattiert, weil es nämlich jetzt gleich mit dem Malen losgeht. Ich habe euch am Anfang gezeigt, worum es geht, nämlich um das Marienkäferchen. Wir brauchen Schwarz, Weiß, Rot. Für den Käfer selber brauchen wir eben das. Ja, Rot und Schwarz, das Weiß war ja jetzt nur für die Grundierung. Und starten wir mit dem Marienkäferkörper. Tja, schweres Wort. Ich nehme mir da meinen feinen Pinsel, da ich damit am besten einfach arbeiten kann. Das Rot ist das Mrs. von MPK, die 06. Und das ist ein richtig herrliches Rot. Das passt da perfekt dazu. Ja, ich denke, ihr seht alles. Als erstes male ich mir den Körper. Die Linie ist gezogen. Genau. Und mit einem etwas dickeren Pinsel könnt ihr jetzt gerne den Körper ausmalen. Und das müsst ihr jetzt ganz und das müsst ihr jetzt aushärten. Nicht anhärten, sondern richtig komplett aushärten, weil wir dann nämlich diesen roten Untergrund brauchen. Jetzt brauchen wir nämlich das Schwarz. Wir werden zuerst die Outlines ziehen, also die Außenlinien ziehen. Sorry, ich hatte gesagt, ich verenglische meinen Kanal nicht. Also wir ziehen jetzt die Außenlinien. Ich ziehe das jetzt einmal komplett rum. Und jetzt kommt das etwas Schwierigere. Wir haben ja einen Marienkäfer und der Marienkäfer ist ja nicht so geformt. Der hat ja auch noch ein Köpfchen und hinter dem Köpfchen ist ein bisschen dunkel, zwecks
Ja, die Flügel halt, ne? Sprich, wir werden jetzt, ich bleibe bei meinem dunklen, dünnen Pinsel. Wir werden jetzt hier uns eine Fläche abgrenzen. Des Weiteren hat der Igel auch noch so eine kleine Schnauze. Die malen wir uns einfach hier ran. Und da ich mir nicht sicher bin, wie lange ich das jetzt noch durchhalte, tue ich das in die Lampe zum Aushärten. Und hole euch dann zurück, wenn wir weitermachen. Jetzt können wir schon mit dem Dotting-Tool und dem Schwarz uns die Pünktchen setzen. Wir beginnen mit den kleinen, sprich auch mit dem dünnen Dotting-Tool. Und so könnt ihr eure Punkte setzen, wie ihr möchtet. Halbe Punkte, ganze Punkte, kleine und große. Es sollen nur Punkte sein. Gut, meiner hat jetzt etwas dickere, fettere Punkte. Das ist auch ein Promo und das darf jetzt aushärten. Nun kommt der etwas schwierigere Teil, nämlich der Teil hier soll Augen bekommen. Und ich und Augenmalen, naja, die Augen gehen ja noch, das sind nur Kreise, aber die Fühler sind so fein. Ich habe mir auch ein anderes Weiß hergenommen jetzt und ja, wir probieren einfach. Ich muss da jetzt einfach durch. Fürs Weiß, für die Äuglein nehme ich aber ein Dotting-Tool, weil da brauche ich keinen feinen Pinsel. Nummer 1 ist da. Nummer 2 geht spaßigerweise ins Weiß mit rein, vom Hintergrund, macht aber nichts. Und auch das wäre da, das lasse ich kurz anhaben. Ja, es geht weiter, denn jetzt kommen die Fühler. Versuch macht klug, sage ich immer wieder. Die Fühlerchen bestehen im Endeffekt nur aus einem feinen Strichlein. So. Und einem Punkt. Genau, mehr ist das nicht. Und weiter geht's auch gleich. Weil auch zu viel. Weil auch hier hat das Tier ein Fühlerchen mit einem Pünktchen. Okay, und in die Lampe. Der kleine Kerl hat natürlich auch Augen. Einfach etwas Schwarz aufs Dotting-Tool. Und je nachdem, wie groß eure Augen sind, macht er entweder große Augen oder große Punkte oder kleine Punkte. Das sitzt ziemlich mittig. Und gleich noch zusätzlich kommt mit Weiß ein kleiner
Hut hinzu. Haben und dann geht's weiter. Ja, in den Äuglein sitzen noch kleinere Punkte. Einmal, huch, jetzt wäre ich fast ins Schwarz geditscht. Zweimal. Ja, das kleine Käferchen ist so ein bisschen am Schielen. Und ich werde jetzt auch gleich mit Schwarz hier unten noch ein bisschen dicker ziehen. Und da kommen nämlich jetzt auch gleich die Füßlein mit ran. So. Damit das Käferchen auch krabbeln kann. So eine Art kleines Bäuchlein noch. Jawohl. Und dann ziehe ich mir hier so ein paar Füßelchen raus. Ja, das lassen wir jetzt komplett aushärten und dann kommen noch die Umrandung von die Augen und dann sind wir fertig. Ich habe gerade gemerkt, dass diese Halter hier spiegelt. Also sollte es verspiegelt sein, entschuldigt bitte. Mir ist das jetzt erst aufgefallen. Nun gut, rückgängig machen kann ich es nicht, aber wir können jetzt weitermachen. Und ich habe gesehen, dass die Äuglein doch näher beisammen sind, wie ich hier gezeichnet habe. Die Äuglein stehen ein bisschen näher zusammen, wie das ich sie jetzt hier gezeichnet habe. Das heißt, ich versuche das mit dem feinen Pinsel etwas zu korrigieren. Das kommt jetzt noch mal kurz in die Lampe. Das Ganze cleanere ich mir jetzt ab. Lass das aber mit einer Zellette trocknen. Also ich trockne das mit einer Zellette. Und jetzt mit Schwarz noch, naja, eine Umrandung. Das lasse ich so, denn mir gefällt das wirklich sehr, sehr gut. Das kommt jetzt komplett in die Lampe, wird ausgehärtet und dann kommt die Versiegelung drüber. Hier, meine Lieben, ist das fertige Endergebnis. Ich habe mir das jetzt versiegelt und tada, das ist mein Ergebnis. Ich möchte euch aber auch gerne nochmal das zeigen, was die Vorlage war. Da nehme ich euch aber etwas raus. So. Okay.
Wie ihr sehen könnt, ist das hier die Vorlage und ich versuche euch das Ganze mal nebeneinander zu legen. Ist ein bisschen schwierig, aber ja, huch, das war die Lampe. So, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Irritiert euch nicht an dem schmuddeligen Bildschirm. Ich habe den jetzt die ganze Zeit neben mir stehen gehabt. Zwischenzeitlich war noch eine Freundin da, da ich hier kurz aushelfen musste. Und ja, deshalb Bildschirm schmuddelig und dreckig. Ja, meine Lieben, das war's auch schon wieder zu diesem Video. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bye, bye, eure Katrin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.